Kapitel 25. Wenn das unter Kontrolle ist, meinte ich angeschlagen, mit rasselnder Stimme und presste die Hand gegen die Schläfe. Dann möchte ich nicht wissen, was außer Kontrolle bedeutet. Mein Gehirn fühlt sich an wie Spiegeleier in einer heißen Pfanne. Oh, oui, sagte Naomi. Kreischer, wie du sie nennst, sind schwer zu besiegen und wüten oft wochenlang. Aber wie es aussieht, dürften wir bei diesem ihr Glück haben. Auf dem Rasen vor uns rang Wei erneut mit dem Kreischer. Rook stand breitbeinig vor uns und deckte uns mit seinem Körper vor neuen Angriffen. Jazz, rief Tyler, wir wandeln uns. In unserer wahren Gestalt können wir mehr tun. Ich nickte. Naomi, wir müssen meinem Vater helfen, sagte ich. Kummer und Schmerz färbten meine Stimme, als ich taumelnd wieder auf die Beine kam. Womöglich dauert es zu lange, bis Wei mit dem Kreischer fertig ist. Wir müssen eine Möglichkeit finden, ihm sofort zu helfen. Wie aufs Stichwort brüllte Wei. Jetzt reicht's. Dieser ganze übernatürliche Mist ist zwar neu für mich, aber dich erledige ich jetzt, verdammt. Ich drehte mich um und sah, wie Wei Energie in das Ding leitete. Der Kreischer war stark, aber Wei hielt stand. Das begreife ich nicht. Wieso ist er zu so etwas überhaupt in der Lage? Das ist doch keine normale Fähigkeit für Vampire, oder? No. Naomi schüttelte den Kopf. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Vielleicht ist es seine besondere Gabe, es mit einem Strigoi aufnehmen zu können. Das wäre eine einzigartige Gabe. Aber er ist ja auch einzigartig. Nein, hauchte mir eine dünne Stimme ins Ohr. Schnitter. Was? Fragte ich geistesabwesend und machte mich auf dem Weg zu meinem Vater, der nach seinem tapferen Versuch, mir zu helfen, zusammengebrochen war. Ich hockte mich zu ihm hin und schob noch einmal meine Hände in sein Fell. Mein Körper war immer noch dabei, sich von dem Stromstoß zu erholen. Trotzdem zwang ich mich, so viel Energie wie möglich in meinen Vater zu leiten. Als er die Verbindung zwischen uns wahrnahm, winselte er. Die eitrigen Striemen waren in der kurzen Zeit, in der ich fortgewesen war, breiter und sehr viel schlimmer geworden. »Ein Schnitter«, wiederholte Ben, »einer von jenen, die Seelen fordern.« »Wie kann Wei ein Schnitter sein?«, fragte ich geistesabwesend, voll und ganz mit meinem Vater beschäftigt. Schnitter kannte ich auch nur aus Legenden. Ben, kannst du dich mal nützlich machen und mir sagen, wie ich meinem Vater helfen und den Fluch aufheben kann? Mit Flüchen kenne ich mich nicht aus. Hinter mir brach Gebell los. Ruckartig drehte ich den Kopf, um nachzusehen, als etwas auf dem Dach des Herrenhauses meine Aufmerksamkeit fesselte. Eudoxia stand hoch oben auf einer Plattform, die mir zuvor nicht aufgefallen war. Die Hände hatte sie zum Himmel emporgestreckt. Ihr Kleid wölbte sich im Wind. »Sie hält den Bann aufrecht«, bemerkte ich. »Ui«, Naomi nickte. »Sie hat die Unterwelt aufgehalten, vorerst. Aber es ist viel Schwefel in der Luft. Ich bin auch hinaufgeflogen, als wir dich gesucht haben, rund um das Gelände der Gott der Riesen Kreise verteilt. Nur nicht auf der Vorderseite. Dort haben sich die Echsen und eure Wölfe gesammelt. Noch ist unklar, warum sie gekommen sind, aber dein Partner ist bei ihnen.« Auf Nick konnte ich immer zählen. Er war offenbar fleißig gewesen, und wenn Telly hier aufgetaucht war, dann bedeutete das wohl, dass die kleine Maggie noch etwas gesehen hatte. Oder dass Telly beschlossen hatte, selbst nach Marcy zu suchen. Wie auch immer, für uns war das von Vorteil. Die Tatsache, dass die Wölfe ebenfalls hier waren, verriet, dass Nick Kontakt zu ihnen aufgenommen hatte, und zwar früh genug, um Verstärkung herzuholen. Der Junge verdiente wirklich einen Orden. »Jetzt stirbst du endgültig, Arschgesicht«, schrie Wei. Er hockte auf den Knien, war über den Kreischer gebeugt, dem er seinen ganzen Arm in den Rücken hineingetrieben hatte. Fasziniert sah ich zu, wie er etwas aus Conans misshandeltem Körper herauszog. Ein schimmerndes, mehr oder weniger formloses Etwas. Kaum war es nicht mehr in Conans Körper, hatte Wei Schwierigkeiten, es zu bändigen. Tyler und Danny bellten wie verrückt, offenkundig zutiefst beunruhigt. Was für ein verblüffendes Bild. Rook stand nun ganz in der Nähe und ein Knurren kam tief aus seiner Kehle.
Wenn das Ding in Jessicas Nähe kommt, ist das dein Ende, Vampir. Keine Panik, grunzte Way. Das Ding klebt regelrecht an meinen Händen. Allerdings habe ich keine Ahnung, was ich jetzt damit tun soll. Er runzelte die Stirn. Schade, dass es keine Gebrauchsanleitung für den ganzen Mist gibt. Er muss die Energie konsumieren, hauchte mir eine Stimme ins Ohr. Der Schnitter muss sie verzehren. Ben sagt, du musst die Energie konsumieren, rief ich Way zu, die Hände immer noch tief in Dads Fell vergraben. Hört sich ziemlich eklig an, aber ich glaube, er weiß, was er sagt. Wer ist Ben? Fragte Tyler und kam herbeigerannt. Danny und er hatten sich sofort gewandelt, als sie gesehen hatten, dass Way den Kreischer im Griff hatte. »Das hier ansässige Gespenst«, antwortete ich. »Er sagt, Way muss die Energie essen, um sie loszuwerden.« »Ich habe ihn gehört«, verkündete Way. Ich war total baff. »Ich schätze, bei einem Schnitter, wie du einer sein sollst, ergibt das ja auch Sinn.« Neben mir regte sich mein Vater. »Way, mach zu! Mein Vater braucht dich viel mehr als der Kreischer!« Way schien erstmals zu merken, dass mit meinem Dad etwas nicht stimmte. »Was ist los mit ihm? Er riecht nach Tod!« Er trat näher und hielt immer noch das winselnde Etwas fest. Wook trat ihm in den Weg. »Komm nicht näher! Das Ding ist unberechenbar!« »Mein Vater wurde verflucht!« klärte ich Way auf. »Du bist angeblich imstande, ihm zu helfen, aber ich weiß nicht wie.« Meine Stimme wurde allmählich panisch. »Way, bitte tu was. Irgendetwas, verdammt.« »Ich tue mein Bestes, sobald ich mit dem hier fertig bin«, versprach Way im ernsten Ton und wandte sich an den Geist. »Wie werde ich das los?« »Du musst es verzehren.« Bens Stimme klang nun etwas kraftvoller. »Die Seele des Dregoi muss von seiner Machtquelle getrennt werden. Du hältst diese Machtquelle in Händen.« »Wie mache ich das?« »Du musst sie trinken.« Way beäugte angewidert das sich windende Ding in seinen Händen, während seine Fangzähne länger wurden und ihm seine Gesichtszüge auf Vampirart entglitten. »Dafür werde ich viel zu schlecht bezahlt«, murmelte er, ehe er die Fangzähne in die zuckende Masse versenkte, die sich noch einmal aufbäumte. Way schlürfte und sog. »Das kann nicht schön sein«, meinte ich und mich schauderte. »Er saugt die Seele aus ihrer Hülle«, bekundete Ben neben meinem Ohr. »Ohne Wirt löst sich die Energie auf. Danach ist der Strigoi erledigt.« »Hast du nicht gesagt, er wäre unbesiegbar?« »Schnitter sind selten, und du hast mir nicht gesagt, dass dir einer von ihnen zur Hilfe kommen kann.« »Nun, das hatte ich bis eben auch nicht gewusst. Way in Aktion zu erleben, kam mir völlig surreal vor. Erlösung, na klar. Von wem sonst als einem Irren?« Nach einer Minute löste sich Way von dem Ding und warf keuchend den Kopf in den Nacken. Dann öffnete er den Mund und ein schimmernder Nebel schoss wie heißer Atem an einem kalten Tag aus seiner Kehle zum Himmel hinauf. »Hanon«, keuchte Way, immer noch damit beschäftigt, seine Lunge zu leeren. »Es wird nicht...« »Die Strigoi-Seele lebt noch. Sie sucht.« Bens dünne, hauchige Stimme zitterte vor Furcht. »Sie hat immer noch zu viel Macht.« »Was stimmt denn nicht?« bedrängte ich ihn. »Was sollen wir tun?« Ehe ich reagieren konnte, ehe irgendwer reagieren konnte, tauchte der schimmernde Nebel in den Körper meines Vaters und Way stürzte sich auf ihn. Mein Vater krampfte und trat um sich. Tyler sprang Way an, ehe ich ihn aufzuhalten vermochte. »Tyler!« brüllte ich und hastete dorthin, wo die beiden sich im Gras wälzten. »Was tut ihr?« »Er wird ihn beißen«, schrie Tyler panisch. Seine Furcht brodelte in meinen Adern, seine Instinkte übernahmen die Oberhand. Nun war er mehr Wolf als Mensch. »Ich kann nicht zulassen, dass ein Vampir ihn beißt. Mein Wolf kann das nicht zulassen. Dad ist unser Alpha.« »Tyler, hör mir zu. Du denkst nicht logisch. Wenn du ihn das nicht tun lässt, wird Dad sterben«, sagte ich, so ruhig ich nur konnte. Tyler knurrte, fletschte die Zähne und ich hob beschwichtigend beide Hände. Sollte Tyler Way den Hals brechen, würde seine Heilung zu viel Zeit erfordern. »Lass ihn bitte los. Dieses Ding ist in Dad.
Way ist der Einzige, der ihm helfen kann. Und wenn wir uns nicht beeilen, stirbt er. Ich kann fliegen, du Dummkopf, grunzte Way. Lust auf einen Rundflug? Halt's Maul, geiferte Tyler. Ich traue dir nicht. Du hast das Ding einfach freigelassen. Und nur deswegen ist es jetzt in meinem Vater. Warum sollte ich dir trauen? Tyler, sei vernünftig. Ich weiß, dass du Angst hast. Mir geht es genauso. Ich leitete so viel Bestärkung wie nur möglich durch unser mentales Band. Tylers Wolf kämpfte mit ihm um die Vorherrschaft, begierig, seinen Alpha zu schützen. Aber wir müssen tun, was wir können, um Dad zu retten. Sie hat recht, mischte sich Danny ein und kam vorsichtig näher. Du musst ihn loslassen, Kumpel. Er ist nicht nur ein Vampir, er ist ein verdammter Schnitter. Er hat das Ding leer gesaugt. Das hier ist genau das, was das Orakelkind gemeint hat. Darum ist Way hier. Er kann uns helfen. Und er ist der Einzige, der das kann. Du musst ihn gewähren lassen. Wook schob sich hinter Tyler. Ich nickte einmal knapp. Wut und Verwirrung flackerten in den Augen meines Bruders, als Wook ihn bei den Schultern packte. Lass mich los, Katze, knurrte Tyler. Lass Way in Ruhe. Der Schnitter muss seine Arbeit tun. Oder der Wolf wird nicht überdauern, machte sich Ben in meinen Ohren bemerkbar. Der Stregor ist zu stark und er gewinnt mit jeder Sekunde mehr Macht. Tyler, lass ihn los! Ich legte so viel Macht in meine Worte wie nie zuvor. Tyler ließ die Arme sinken und Wook führte ihn weg. Way stürzte wieder auf meinen Vater, packte seinen Hals und versenkte seine Fangzähne tief in sein Fleisch. Ich schloss die Augen. Noch ehe ich sie wieder aufschlug, war Wook neben mir. Jetzt verstehe ich es, flüsterte ich, als ich die Faust in sein Shirt krallte, während wir das Geschehen beobachteten. Er ist ein Schnitter, aber kein Vampirschnitter. Er ist ein Schnitter und ein Vampir. Zum Schnitter muss man geboren sein, sagte Wook und zog mich an sich. Ich habe noch nie gehört, dass einer gemacht worden wäre. Das ist eine sehr alte Gattung. Mein Blut muss etwas geweckt haben, das so oder so in ihm war. Eigentlich hätte er während unserer Reise gleich mehrfach sterben müssen. Emmen hat ihm die Kehle herausgerissen und er hatte immer noch einen Puls und er war immer schon immun gegen Nix Überzeugungsgabe. Einmal dachte ich auch, ich hätte etwas in ihm gesehen, aber er hat nie wie ein Übernatürlicher gerochen, also habe ich nicht weiter darüber nachgedacht. Eine Kreuzung zwischen einem Vampir und einem Schnitter ist eine verdammt tödliche Kombination, wenn du mich fragst, raunte Wook mir ins Ohr. Wir müssen ihn genau im Auge behalten. Tyler ging 10 Schritte von uns entfernt auf und ab, beide Hände vor das Gesicht geschlagen, und ich konnte nichts tun, um ihn zu besänftigen. Wir mussten beide die Angst um unseren Vater durchleiden, während Way versuchte, ihn zu retten. Zitternd blickte ich zu meinem Gefährten auf. Ich war hundemüde, dabei hatte der Kampf noch gar nicht begonnen. Draußen, außerhalb der Mauer, bewaffneten sich die Zauberer unüberhörbar, und die Königin stand immer noch mit erhobenen Armen auf dem Dach. Uns lief die Zeit davon. »Weißt du, was genau ein Schnitter ist?«, fragte ich, während wir warteten. Way kauerte immer noch über meinem Vater, und ich bemühte mich nach Kräften, die schlürfenden Geräusche zu ignorieren. »Aus eigener Erfahrung kenne ich sie nicht«, antwortete er. »Aber die Legenden besagen, dass sie Macht über Seelen haben und sie nach ihrem Tod zu ihrem Ruheplatz geleiten. Dass er eine Seele einzufangen vermag, steht wohl fest. Mehr weiß ich auch nicht.« »Sie können auch einem Lebenden die Seele nehmen«, erklärte Naomi leise und trat zu uns. »Selene hatte eine Schnitterin in ihren Diensten, bis sie ihrer überdrüssig wurde und sie getötet hat. Sie können sehr hilfreich sein, aber eben auch tödliche Gefahr. Ein Schnitterer kann töten, indem er eine gesunde Seele von ihrem Wirt trennt. Je stärker der Schnitter ist, desto mächtiger die Seele der Übernatürlichen, die er bewältigen kann. Das wollte erst einmal verarbeitet werden. Way gab ein gurgelndes Geräusch von sich und stolperte rückwärts. Dann beugte er sich unter Krämpfen nach vorn und übergab sich.